Stefan, herzlich willkommen. Wir sind heute hier, um mit dir gemeinsam die neue Zimmer und Rode Kollektion zu entdecken. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen an alle. In den vielen Jahren, die ich jetzt schon in der Branche war, hat man sich irgendwie immer in Frankfurt oder in Köln oder irgendwo auf der Messe getroffen. Und jetzt sind wir hier und sind digital und gefühlt trotzdem verbunden mit der ganzen Welt, wenn man die Kommentare in den vielen Sprachen sieht, die irgendwie hier schon im Chat auftauchen. Und wie fühlt sich das für dich an, die Kollektion mal in dieser Form zu präsentieren? Genauso wie du auch sagst, es ist irgendwie ganz eigenartig, dass wir uns dieses Jahr das erste Mal in dieser Form sehen und nicht irgendwo auf einer Messe live über den Weg laufen. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute dieses Gespräch gemeinsam führen dürfen. Das Tolle ist, dass wir eben heute auf einmal so viele Leute erreichen können. Das freut mich wirklich total. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren gar nicht so vorstellen können. Und das ist ja auch wiederum ein großer Vorteil dieses neuen Mediums. Bei der Vorbereitung auf die Kollektion kam mir dieses Bild in den Sinn, was ich gerne einmal kurz mit euch zeigen, euch teilen würde. Mhm. Also es wurde sinnbildlich für die Sehnsucht des Städters nach der Natur. Und das war etwas, wo ich dachte, so ja, das ist ja ein Thema, was uns irgendwie weiter beschäftigt. Und es ist ja auch immer schon so gewesen, dass die Natur ein Vorbild für Design und für Kunst war. Und vielleicht kannst du kurz sagen, wie kommt es dazu, dass die Zimmer und Rode Kollektion in diesem Jahr Natur als zentrales Thema hat? Ja, also wie du schon richtig sagst, die Natur ist grundsätzlich einfach eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Künstler, für Gestalter. Wir lassen uns zum Beispiel auch von Architektur inspirieren, die vielleicht von der Natur wiederum angeregt ist. Aber oft, wenn man so ganz versucht, mal zurückzugehen, wo ist der Ursprung, dann ist es eigentlich oft eine Inspiration aus der Natur. Und ich merke auch, wenn man sich mit Natur beschäftigt, hat man oft so ein bisschen das Gefühl, man kommt dem Essentiellen auf die Spur. Und ich glaube, das ist im Moment was viele Menschen auch in ihrer Einrichtung suchen. So ein bisschen die Fokussierung auf das Essentielle. Es wird ja auch nach Sinnlichkeit gesucht in der Einrichtung bei den Materialien. Die hören eher darauf, was sie wirklich brauchen, was für Bedürfnisse sie wirklich beim Wohnen haben. Und da ist man natürlich schnell auch da wieder bei der Natur. Und das war für uns natürlich auch Anlass genug, zu sagen, das möchten wir gerne mal so ganz in den Mittelpunkt unserer Kollektionsentwicklung stellen. Gibt es bestimmte Tendenzen oder Entwicklungen, die du so im Zusammenspiel zwischen Natur, Mensch und Wohnen beobachtest? Was ich eben interessant finde, sind jetzt auch diese Möbelformen. Diese Rückenlehne von diesem grünen Sofa, die ist ja auch fast so einer Hügellandschaft nachempfunden. Und das dann eingebettet eben in diese Zimmerpflanzen, ist ja auch eigentlich wie eine Art Landschaft im Innenraum. Und es werden auch stilistisch überhaupt keine Unterschiede mehr gemacht zwischen drinnen und draußen, sondern man kann genauso gut eben draußen einen sehr eleganten Stil verfolgen und drinnen einen sehr natürlichen. Also da lösen sich die Grenzen auf und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Würdest du der These zustimmen, dass diese aktuelle Sehnsucht nach der Natur, die wir so im Design- und Wohnbereich feststellen, dass das so ein bisschen auch die Digitalisierung ausbalanciert, sage ich mal? Ja, absolut. Also ich glaube, die Ursache ist so ein bisschen auch die Digitalisierung. Das spiegelt auch das wieder so wider, unsere Sehnsucht nach Haptik, nach Echtheit, sich selber irgendwo spüren, sich irgendwo den Wind um die Ohren blasen lassen. Wir haben jetzt ja bei uns auch gemerkt, dass viele Leute sich noch mehr mit ihrem Zuhause beschäftigen als vorher, interessanterweise. Und welche Auswirkungen hat diese Sehnsucht so für den Bereich Textildesign? Ich gebe mal das Stichwort Heldenmaterialien. Ja, gerade wenn wir jetzt von diesen positiven Wohlfühleffekten, nenne ich es mal, sprechen, das kann man ja ganz toll in den Innenraum übersetzen. Mhm. Eben mit bewusst eingesetzten Formen, wie wir es bei den Sofas gerade gesehen haben auf deinem Bild, mit diesen sehr weichen, organischen Formen, die ja auch einen wohltuenden Effekt haben, schon durch diese weiche, organische Formsprache,
Farben haben natürlich einen unheimlichen Einfluss aufs Wohlbefinden. Und dann eben so kommt dann noch dazu die Haptik der Oberflächen. Inwieweit hat sich denn vielleicht deine Arbeit verändert in Bezug auf das Wort Nachhaltigkeit in den letzten Jahren? Wir versuchen natürlich mehr und mehr Materialien und Herstellungsprozesse zu nutzen, mit der wir die Umwelt so, ich sage jetzt mal, so wenig wie möglich belasten. Wir werden immer mit unserer, in unserer urbanisierten Gesellschaft natürlich die Umwelt ein Stück weit belasten, aber wir möchten das natürlich so wenig wie möglich machen. Dazu gehören recycelte Materialien, dazu gehören aber auch von Natur aus nachhaltige Materialien, die vielleicht weniger Wasser im Anbau benötigen oder die nicht so viele Pestizide benötigen, um sie wachsen zu lassen, wo wir andere Ausrüstungsprozesse oder weniger umweltschädliche Ausrüstungsprozesse anwenden müssen. Wir machen uns einfach von Anfang an eben über diese Themen mehr Gedanken, als wir das früher gemacht haben. Würdest du sagen, dass eine nachhaltige Herstellung auch gewisse Designkriterien oder Möglichkeiten ausschließt? Also es ist aber heute nicht mehr so, dass wir sagen, wir können jetzt nur ungebleichtes Leinen verwenden und sobald wir färben, ist das ganz furchtbar. Natürlich muss man sich schon überlegen, muss ich eine Qualität ganz oft waschen, damit sie super weich wird? Oder kann ich auch sagen, nee, es reicht vielleicht auch eine Wäsche statt drei in der Nachbereitung? Denn ein Stoff wird natürlich immer, wenn er vom Webstuhl kommt oder aus der Druckmaschine, muss er nochmal irgendwo ausgerüstet werden. Und da kann ich natürlich auch sagen, nee, ich mache da weniger. Es kann sein, dass vielleicht ein Stoff sich dann nicht so super soft anfühlt. Das ist was ich dann aber auch akzeptieren muss und wo ich mir dann überlegen muss, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, dass der Stoff jetzt eben von Anfang an super soft ist oder akzeptiere ich auch mal die charakteristischen Eigenschaften eines Materials. Ich merke jetzt, wie jetzt langsam so Produkte eben möglich sind, wo wir sagen, da müssen wir eigentlich ganz, ganz wenig Abstriche machen an Optik, Haptik und so weiter und haben trotzdem ein nachhaltiges Produkt. Also, und ich glaube, das geht noch weiter. Also wir stehen da ja erst am Anfang gerade. Und jetzt wollen wir die Leute aber auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern kommen vielleicht auch mal ganz konkret zur Kollektion. Der Name ist Personal Landscapes. Was ist die oder was war deine oder eure Idee hinter dem Namen? Ja, wir haben ja jetzt viel über Natur gesprochen, ein bisschen allgemeiner, sage ich mal. Jetzt ist es ja so, das Nachhaltigkeitsthema ist ein spannendes Thema, aber es ist ja kein ästhetisches Thema erstmal. Und wenn man über Natur nachdenkt, ist man eben auch sehr schnell bei Landschaften, bei der Betrachtung von Landschaften. Und ich finde schon allein den Begriff Landschaft einen spannenden Begriff, weil wir sprechen von natürlichen Landschaften, wir sprechen von urbanen Landschaften, wir sprechen von Wohnlandschaften, wo wir dann schon im Innenraum sind. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, wie so eine Wohnlandschaft aussehen kann, die auch eben an der Landschaft inspiriert ist. Und dabei stellt man eben fest, dass das Abbild einer Landschaft eben ja erst im Grunde im Auge des Betrachters entsteht. Das ist ja was ganz, eine Landschaft ist ja auch was ganz Flüchtiges in einer gewissen Weise. Die sieht nachts anders aus als tags, die sieht zu unterschiedlichen Jahreszeiten anders aus. Und deswegen haben sich ja auch immer wieder Künstler, Landschaftsmaler oder so zum Beispiel oder auch Fotografen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil man fängt so einen ganz flüchtigen Moment eben ein, sieht ihn durch seine Brille und interpretiert ihn dann ja auch, das passiert ja zwangsläufig, und friert diesen Moment ein. Und so entsteht eigentlich das Abbild einer Landschaft, was eben immer, sage ich mal, von einer Künstlerpersönlichkeit oder einer Sichtweise geprägt ist. Okay, das wollen wir jetzt mal ganz konkret sehen. Was sind deine Highlights der Kollektion? Wir haben gerade eben über Landschaftsabbildungen von Künstlern geredet. Und da ist natürlich der erzählerischste Stoff in der Kollektion dieser hier, den ich
hier mal so vor die Kamera halte und hoffe, man kann den gut erkennen. Der Artikel Lakeview, ein asiatisch inspiriertes Landschaftsmotiv mit diesen Kranichen. Und ich zeige das auch gleich nochmal auf dem Foto. Aber man sieht ganz schön hier diese toll ausgearbeiteten Konturen der Motive, die eben durch die Shirley-Technik erreicht wurden. Wir sehen hier wunderbar diese Oberfläche, diese reliefartige Oberfläche dieses Kranichmotivs, wie das dem ganzen Stoff so was Dreidimensionales gibt. Und wir haben erst das natürlich nicht so geplant, sondern wir haben eigentlich erstmal die ganz glatte Seite entwickelt. Und dann haben wir aber gemerkt, irgendwie ist sie uns fast schon so ein bisschen zu glatt, uns fehlt da noch so eine gewisse Handwerklichkeit. Und deswegen haben wir den Stoff im Grunde umgedreht und haben dann an der Rückseite gearbeitet und die verfeinert. Ursprünglich war das die Rückseite, die dann so, sage ich mal, normalerweise so einigermaßen gut versäubert wird, weil es ist ja eine Rückseite. Und wir haben eben diese Seite zur Vorderseite gemacht, was natürlich einen viel aufwendigeren Vorgang dann mit sich bringt, da diese ganzen Shirley-Kanten eben wirklich schön zu versäubern, dass sie dann auch als Vorderseite gut aussehen. Wir haben das auch so ein bisschen, unsere Kollektion, in so landschaftliche Themen unterteilt. Und da, wo wir jetzt gerade eher so diese Seenlandschaft, die asiatische Seenlandschaft hatten, bewegen wir uns hier in die Berge, Berge und Wüsten, ein hundertprozentiges Leinen, was eben nur so eine leichte Ton-in-Ton-Streifigkeit bekommt durch diese genähten Biesen. Also es ist eigentlich ein Stück gefärbtes, reines Leinen und wird dann nur in diesen Abständen in Biesen abgenäht und bekommt dadurch eben diese schöne Textur. Und man sieht auch wieder da, wir Designer, wir müssen eigentlich gar nichts machen, wir müssen nur aufmerksam schauen und kriegen die wunderschönsten Designs frei Haus von der Natur geliefert. Dann, ich habe gerade schon von unserem neuen Bouclé-Bezugsstoff gesprochen. Wir haben da gleich zwei unterschiedliche Qualitäten mit unterschiedlich feinen und gröberen Bouclé-Texturen entwickelt. Pamir und Nomad. Und wir sehen, das sind auch so ganz, sind ja auch so ein bisschen Hauptdarsteller in unserem Video, weil die eben sehr schön an diese flache Vegetation des Hochlandes erinnern. Egal, ob das jetzt Moose sind oder Flechten, die einfach wie so ein Teppich oft über diese gebirgigen Formen drüber liegen und eben so eine ganz, wie so eine texturierte Oberfläche bilden, wenn man es eben von Weitem anschaut. Und dadurch bekommen die auch so eine schöne Natürlichkeit. Diese beiden Stoffe sind jetzt zum Beispiel unter anderem aus recycelter Baumwolle gewebt worden. Beim Nomad sind es nur 35%, bei Pamir sind es 45% recycelte Baumwolle, die eben aus Produktionsabfällen und eben Resten auch aus der Textilfertigung in der Mode gewonnen werden. Das wird von uns natürlich schon auch bei einem Bezugsstoff, sage ich mal, eine hohe Funktionalität erwartet. So ein Bezugsstoff soll langlebig sein und strapazierfähig sein. Und da ist es dann natürlich schon hilfreich, wenn man eine Synthetikfaser mit reinmischt in so eine Materialkomposition, weil die einfach den Stoff stabiler und langlebiger macht. Mhm. Aber auch da muss man wieder sagen, Langlebigkeit ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit. Die beste Form der Nachhaltigkeit ist einfach, Dinge lange zu benutzen, und qualitativ hochwertige Dinge kann man lange benutzen.